Wie vielleicht die wenigsten von euch wissen, gehöre ich zu der Sorte Mensch, die mal gut und gerne etwas isst oder etwas trinkt, um nicht zu sterben. Und da wir nicht mehr 1970 haben, gehe ich nicht jagen, sondern ich gehe in den Supermarkt. Naja, auf jeden Fall hat bei uns in Offenbach ein neuer Supermarkt aufgemacht. Also nicht ein neuer Supermarkt, sondern einfach eine neue Filiale. Und wie ihr mich kennt, bin ich ein kulinarischer Feinschmecker. Ich wollte wissen, was unterscheidet diesen Ewer von dem Ewer, wo ich immer hingehe? Und im Prinzip gibt es da irgendwie besseres Fleisch und eine Abteilung mit amerikanischen Spezialitäten. Ist eigentlich ganz geil. Naja, und auf jeden Fall, als ich da mit meinen Eltern dahin gegangen bin und komischerweise irgendwie von der Glockenbäckerei, na scheiße, ich meine von der Bäckerei meines Vertrauens, die dort auch irgendwie dazu gehörte, einfach 9 Kreppel bekommen habe, also Berliner, aber bei uns heißen die Kreppel, die hier übrigens immer noch rumliegen. Also als ich die Krapfenzipferl erhalten habe und glücklich in den Ewer gegangen bin, ist etwas Unglaubliches passiert. Und zwar stand ich an der Salatbar, die by the way irgendwie 20 mal größer war als normal, und wo es Chicken Nuggets drin gab. Also Jungs, Alter, Chicken Nuggets. Also als ich mir dann die Chicken Nuggets in meine komische Plastikbox da reingefüllt habe, meine Mutter neben mir stand und gesagt hat, Karl, meinst du nicht, das sind genug? Und mein Vater zu ihr gesagt hat, ach, lass ihn doch. Er weiß schon, was er macht. Kam ein Schicksalsschlag. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, aus dem Nichts, wirklich einfach so, kam ein fucking Sensei. Also da kam wirklich ein Chinese, der war, keine Ahnung, 50, 60 Jahre alt. Okay, er sah ein bisschen aus wie ein Obdachloser. Und kam zum Herrn und meinte einfach so, Kupum. Ich habe ihn so angeschaut. Hey Junge, Alter, was willst du von mir? Er dann wieder so, Kupum. Und was macht er? Er hat in seiner Hand so einen Coupon für einen Ring Fleischwurst in der Fleischtheke, legt ihn so neben mich und meint so, Kupum. Also ich habe das noch nicht gecheckt. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein Illuminat oder so. Ich hatte wirklich Angst um mein Leben, okay? Ja, auf jeden Fall, als ich dann ihn nur verständnislos angeschaut habe und ich das kleine Stückchen Zeitung in meiner Hand hielte, hat mein Vater mich aufgeklärt und meinte, Karl, du weißt schon, was du gerade bekommen hast. Das ist ein Coupon für einen Ring Fleischwurst. Schnell, wir müssen zur Fleischtheke gehen. Und ja, dann haben wir uns den Ring Fleischwurst gekauft, beziehungsweise wir haben den kostenlos bekommen, haben ihn bei uns in den Kühlschrank unten gelegt und da liegt er immer noch, weil Fleischwurst ist halt einfach jetzt nicht so geil. Aber auf jeden Fall, Sensei, wenn du das siehst, ich bedanke mich echt recht herzlich für den Coupon. Tut mir leid, dass ich dich so verdutzt angeschaut habe. Ich meine, ganz ehrlich, da kommt einfach ein alter Chinese zu mir mit einem Fleischwurst-Coupon, gibt mir einen Fleischwurst-Coupon und geht weg. Ja, geil, Alter. Passiert auch nicht alle Tage. Und ja, das war die Geschichte zur Eröffnung von unserem neuen Ewermarkt. Nice. Übrigens habe ich euch schon erzählt, was mein Nachbar für ein dummer Bastard ist. Also ich rede natürlich nicht von Crazy Jimmy. Crazy Jimmy und ich, wir sind Homes. Der ist für dich, Crazy Jimmy. Nee, ich rede von, nennen wir ihn mal, Kevin Maulwurf. Also Kevin Maulwurf ist so einer, der vermietet ganz und gerne mal in seiner Freizeit ein paar Häuser, legt nicht so viel Wert auf Renovierung und ist einfach ein ziemliches Arschloch. Und was Kevin auch noch sehr gerne macht, ist richtig abfucken. Also wenn ihr irgendwie im Deathmatch so jemanden habt, der euch die ganze Zeit anangelt, wegläuft, verschreibt, euch dann abstaubt, ist die Chance sehr hoch, dass das Kevin Maulwurf ist. Also nur damit ihr wisst, was das für ein Spast ist. Und Mr. Maulwurf hat ein ganz bestimmtes Hobby. Ein Hobby, was in seiner Familie schon Tradition hat. Auch sein Großvater Reginald Hurensohn Maulwurf hat es schon betrieben. Nämlich einfach einen gelben Container kaufen, ihn in den Hof stellen und sich eine kleine Homemade-Mülldeponie zu basteln. Denn ohne Scheiß, der Typ hat irgendwie die Mülleimer von der Stadt abgemeldet oder so. Also so, dass sie nicht mehr abgeholt werden. Hat dann einfach bei sich im Hof einen gelben Container hingestellt und lässt da einfach jetzt die Mieter ihren Müll hinschmeißen. Also ohne Scheiß, neben uns steht einfach so ein scheiß Müllcontainer, aus dem es so krass nach Scheiße stinkt. Also keine Ahnung, der wird irgendwie einmal im Monat geleert oder so, aber wirklich, boah. Ich mach manchmal mein Fenster nachts auf und als ob da irgendwie 20 Liter Scheiße verwest. Und meine Mutter meinte auch letztens so zu mir, ja, warum räumen wir nicht mal die ganzen Müllbeutel da weg. Ich meine, es stinkt ja echt nach Scheiße. Aber ich meine, ganz ehrlich, als ob ich irgendwie dem Kevin Maulwurf den scheiß Müll wegräume. Oh, ich könnte echt ausrasten. Wenigstens habe ich meine Fleischwurst, Mann. Sonst würde ich durchdrehen. Also schreibt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ich mit Monsieur Maulwurf anstellen soll. Und für alle, die noch zuschauen, heute ist euer Glückstag. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, jeder, der das Video liked, bekommt einen Coupon für einen Ring Fleischwurst. Also das ist wirklich nur für eine kurze Zeit. Ich musste da auch ziemlich meine Kontakte spielen lassen, um das für euch zu ermöglichen. Deswegen ja. See you later, Alligator.